Wenn Sneaker zu Luxusgütern werden, unglaubliche Preise bis zu mehreren tausend Euro. Da ist nichts besonders verarbeitet, das bleibt, sage ich mal, ein 50-Euro-China-Schuh. Marken- und No-Name-Produkte, gleicher Hersteller, unterschiedliche Preise. Ich würde sagen, da haben wir das Gleiche in einer anderen Tüte. Das ist ja verrückt. Und teure Fälschungen aus illegalen Internetshops. Billig. Und Luxus ist nicht billig. Die Tricks mit Marken und Luxus. Wir sind in Hamburgs edelster Einkaufsstraße. Hier reihen sich die Geschäfte der teuersten Modemarken weltweit aneinander. Louis Vuitton, Chanel, Prada, Armani. Uhren so teuer wie Autos. Taschen, Kleider, Schuhe für mehrere tausend Euro. Für einige unerschwinglich, für andere Statussymbol. Warum sind Sie hier auf der teuersten Straße Hamburgs? Weil wir uns tatsächlich hier einfach nur umschauen und uns ein bisschen drüber amüsieren, was wir uns niemals im Leben leisten können und werden. Und das ist auch in Ordnung so. Was ist denn Ihre Lieblingsmarke? Louis Vuitton und Bulgari. Ist ja auch Luxus, oder? Das ist kein Luxus. Das ist einfach, was man sich erarbeitet hat. Und dann kann man sich das auch leisten. Was kostet so ein Schuh von Chanel? Ja, der ist leider sehr teuer. Vielleicht finde ich ihn ja auch noch von einer anderen Marke. Ich weiß nicht, ich glaube 700 Euro. Aber ab und zu macht es ja Spaß, sich auch mal so einen kleinen Kick zu gönnen. Darf ich fragen, was das Jackett gekostet hat? 3.600, glaube ich. Also ich habe tatsächlich noch eine teure Handtasche im Schrank. Von Fendi. Was hat die gekostet? 3.000 Euro. Aber die sehe ich als Kapitalanlage. Luxuslabels lösen eine Faszination aus. Selbst wer nicht in die Geschäfte geht, kennt Markennamen wie Chanel, Gucci oder Louis Vuitton. Deren Produkte sind übrigens nicht nur teuer, sondern auch streng limitiert. Die Verknappungstaktik. Auch Sportartikelhersteller wie Nike bieten besondere Modelle nur in einer begrenzten Zahl an. Mit Hilfe der künstlichen Verknappung haben sie eine Art Luxussegment für Sneaker geschaffen. Wir treffen Jalil Heidkemper und Max Friedrich in ihrem Store in Hamburg. Hier gibt's nur teure und seltene Schuhe. Unseren Laden zeichnet aus, dass wir die ganzen Schuhe, die zum Beispiel bei Nike rauskommen, verlost werden und dann sofort ausverkauft sind, dass wir die alle vorrätig haben in so gut wie allen Größen. Sprich, wir haben alle künstlich verknappten Schuhe, die man sonst nirgendwo kriegt. Die reduzierte Verfügbarkeit bestimmter Schuhe treibt ihren Preis. Wer sie haben will, braucht Geduld und zahlt oft ein Vielfaches des Originalpreises. In diesem Fall 12.000 Euro. Das ist nicht dein Ernst. 12.000 Euro kostet er. Was macht den aus? Warum ist der so teuer? Also bei dem Schuh zu sagen, ist der Dior Jordan 1. Limitiert auf weltweit 8.500 Paare. Das war so die erste Collaboration zwischen einer Designer-Brand und einer Sports-Brand, nämlich zwischen Dior und Nike. Der Schuh ist auf 8.500 Paare weltweit limitiert. Jeder Schuh hat eine einzelne Nummer. Und der Schuh hat auch schon im Laden tatsächlich 1.900 Euro gekostet. Der Hype war einfach so gigantisch, dass dieser Marktpreis jetzt zustande gekommen ist. Ihre Einkaufserfolge begründet der Sneaker-Händler mit guten Kontakten in der Szene. Wie viel habt ihr? Jetzt gerade? Ja. Ich glaube, wir haben jetzt den Low noch in zwei Größen und den hohen haben wir tatsächlich nur noch einmal da. Nur noch? Nur noch. Das heißt, wie oft habt ihr den Schuh verkauft? Wir haben den Schuh tatsächlich schon dreimal verkauft. Mit welcher Marge? Mit einer guten. Im Luxussektor lässt sich viel Geld verdienen. Den Hype um limitierte Designerkollektionen nutzen die Hersteller, um die Beliebtheit ihrer Marken zu steigern. Nike hat viele Strategien. Unter anderem holen sich zum Beispiel viele bekannte Artists rein, wie zum Beispiel ein Virgil Abloh, der zum Beispiel Chef Art Director bei Louis Vuitton war, der halt mit Nike zusammen eine coole Collab kreiert. Der nimmt sich alte Modelle wie ein Jordan, ein Air Force, lässt die neu auferleben. Und da wird es wieder so sein, dass halt die Verknappung extrem da ist. Also es werden sehr wenig Schuhe produziert. Durch diesen Artist ist der Hype aber noch mal viel größer. Und diese Kollaborationen sind noch mal viel schwerer zu bekommen, als, sag ich mal, die Schuhe, die eh schon schwer zu bekommen sind. Manch außergewöhnliches Modell hat das Potenzial, Sammlerstück zu werden. Bei sorgfältiger Auswahl sogar zu einer Geldanlage. Werden denn alle Schuhe, die hier gekauft werden, von den Käufern auch angezogen und getragen? Nein, nein. Sprich, die Kunden kommen her zu uns, wollen quasi gar nicht was fürs Lifestyle kaufen, sondern was zum Investieren.
Also der Sneaker als Geldanlage. Auf jeden Fall. Das muss man sich vorstellen. Es gibt diese sogenannten Raffles. Es wird das Kaufrecht verlost. Es wird nicht mal der Schuh verlost, sondern du trägst dich quasi dafür ein, dass du diesen Schuh im Falle der Fälle kaufen darfst. So, dann gibt es zum Beispiel die Nike Sneakers App. Dann nimmst du es in der Regel immer morgens um 9. Der Schuh ist dort gelistet. Du weißt, der Schuh kostet jetzt 160 Euro. Es ist eine Kollaboration mit dem Designer Travis Scott. Der Schuh wird mindestens das fünffache wert sein. Geht man von aus. Selbst wenn er nur 200 Euro plus bringt, hast du auch 200 Euro. Du nimmst an dieser Verlosung teil, wo noch so viele andere teilnehmen. Und wenn du Glück hast, wirst du ausgewählt und hast den Schuh gekauft und kannst direkt Gewinn machen. Also ich komme mir fast so vor, als würde ich mit einem Broker reden, als ob es um Aktien gehen würde. Ist das vergleichbar? Es ist auf jeden Fall vergleichbar. Es gibt halt auch eine Page, das heißt StockX. StockX ist das Monopol in der Sneaker-Szene. An StockX wird der Marktpreis festgemacht, wie viele Sales, Angebot, Nachfrage sieht man auch da. Und daran orientieren wir uns natürlich auch, für wie viel wir die Schuhe hier anbieten können. Aber dieses Verknappungsprinzip, ich meine, das ist ein bisschen wie früher das Briefmarkensammeln. Genau. Ne? Die Marken, die es wenig auf der Welt gibt, die waren besonders wertvoll. Das gleiche Prinzip, ne? So ist es auch. Und wie teuer waren eure Turnschuhe? Darf man überhaupt Turnschuhe sagen? Das ist voll oldschool, ne? Wie, eure, wie teuer waren denn eure Sneaker? Wir leben nach dem Motto Walk One, Stock One. Also wir holen einen zum Tragen und einen zum Weglegen. Aha. Unser Einstiegspreis war natürlich viel geringer. Ich habe damals für meinen 280 Euro gezahlt. Jetzt würde ich behaupten, kriegst du ihn unter 600 nicht mehr. Oh. Und ich habe natürlich mein ungetragenes Paar noch zu Hause, den ich ebenfalls für 280 gekauft habe. Okay, aber den kriegst du ja jetzt nicht für 600 weg, sondern nur das ungetragene. Nee, aber ich sage, ich würde den getragen, also ich verkaufe meine getragenen Schuhe nicht, aber getragen würde ich bestimmt trotzdem noch 450 dafür kriegen. Ja. Also ich würde getragen mehr bekommen, als ich neu dafür bezahlt habe. Trägt er sich jetzt anders als ein Paar für 100 Euro? Nö, der Schuh hat die gleichen Materialien, da ist nichts besonders verarbeitet, das bleibt, sage ich mal, ein 50 Euro China-Schuh. Und trotzdem sind viele Menschen bereit, eine Menge Geld dafür auszugeben. Aber was macht eine Marke zur begehrten Luxusmarke? Professor Arndt Ziesche beschäftigt sich seit über 20 Jahren mit Premium- und Luxusmarken. Wir treffen den Markensoziologen in seinem Hamburger Büro. Die Tatsache, dass sie nahezu unerreichbar ist für die Mehrzahl der Menschen, das ist genau etwas, was die Luxusmarke oder die Menschen, die Luxusmarken konsumieren wollen, triggert. Die Tatsache, ich trage etwas, was sich nicht jeder andere auf dieser Welt leisten kann. Und inwiefern nutzen die Hersteller von Luxusmarken oder Luxusprodukten genau diese Denke aus, es muss ein rares Gut bleiben? Sie nutzen die aus, indem sie ganz bewusst sagen, in dem Moment, wo ich normalerweise ja als ein Mensch, der ständig gesagt bekommt, für Geld kannst du alles haben. Und in der heutigen Zeit dann gesagt zu bekommen, ja, du bist ein sehr reicher Mensch, aber an dieser Stelle, wir erlauben dir wirklich nur eine Tasche pro Jahr von uns zu kaufen. Das weckt Begehrlichkeiten und damit ist der Run auf dieses Produkt noch stärker. Im Luxussektor lässt sich mit Taschen, Schuhen und Co. viel Geld verdienen. Aber auch günstigere Markenprodukte sind bei der breiten Masse beliebt. Hier ist für gute Umsätze Abwechslung gefragt. Fast täglich präsentiert Nike auf seiner Website neue Modelle. Da werden neue Schuhe schnell alt. In der Hamburger Nike-Filiale steht eine Rückgabebox. Da können Kunden ihre alten Schuhe entsorgen, damit sie recycelt werden. Das Unternehmen setzt damit auf Nachhaltigkeit, will angeblich keine Ressourcen verschwenden. Doch die Realität sieht anders aus. Ein NDR-Reporter-Team fand 2021 bei seinen Recherchen heraus, dass Nike im großen Stil Neuware zerstört. Wir sind mit Christian Salewski verabredet. Der Journalist hat Nikes fragwürdiges Vorgehen mit aufgedeckt. Für diese Aufnahmen ist er nach Belgien gereist. Dort steht die Recyclinghalle von Nike. Wir konnten durch die offene Tür, weil es ein heißer Tag war, da so ein bisschen gucken. Und da waren dann Arbeiter drin, die haben dann Berge von Schuhen sozusagen auseinandergenommen. Nicht im Sinne von sozusagen Oberschuh von Unterschuh getrennt oder so, sondern dieses Füllmaterial rausgenommen, was da drin ist, damit die Schuhe gut stehen. Ne? Das kennt man ja so. Das nimmt man ja raus, bevor man sie zum ersten Mal trägt. Also waren die im Umkehrschluss neu. Es waren auch ganz viel dieselben Modelle. Also jetzt auch nicht, was man sich ja denken würde, wenn Leute ihre einzelnen Paare spenden, dass es ein bunter Haufen ist oder so. Und dann haben die Arbeiter uns erklärt, dass sie da eben für Nike Schuhe recyceln, in Anführungsstrichen, aber auch gleich gesagt, dass das vor allem neue sind. Und alte Schuhe sehen sie gar nicht so viel. Der Journalist will es genau wissen und kauft im Nike-Online-Shop einen Turnschuh, den er und sein Team mit einem GPS-Tracker ausstatten.
Den präparierten Schuh gibt er als Online-Retoure ungetragen wieder zurück. Siehe da, diese Online-Retoure ging dann nach wenigen Tagen auch genau dahin, in diese Halle. Was dann sozusagen der zweite Beweis war oder Beleg dafür, dass diese Halle sozusagen der Ort ist, an dem auch neuwertige Produkte sozusagen landen und da dann recycelt werden. Unzählige nagelneue Turnschuhe werden vernichtet, weil sie nach wenigen Wochen mit neuen Modellen überholt werden. Eine Ressourcenverschwendung, auch wenn aus den Resten laut Nike neue Bodenbeläge entstehen. Ihr habt Nike damit doch bestimmt konfrontiert. Was haben die denn dazu gesagt? Dass diese Schuhe allesamt in irgendeiner Form beschädigt seien, nicht mehr verkäuflich. Also, stimmt aber doch gar nicht. Nein, stimmt nicht. Also wenn man das normal, also eine Retoure, die noch nie einmal getragen wurde, ist in meinen Augen nicht beschädigt und neuwertig. Wenn man die nicht mehr verkaufen kann, ist das noch kein Grund, das Ding dann zu schreddern oder zu vernichten. Nee, das ist Quatsch. Würde das Recycling so in Deutschland stattfinden, würde Nike gegen das Kreislaufwirtschaftsgesetz verstoßen. Das verbietet explizit das Vernichten von Neuware. Doch weil sich der für das Recycling verantwortliche Firmensitz von Nike nicht in Deutschland befindet, können die Behörden nichts tun. Wir fragen beim EU-Parlament nach. Man schreibt uns, auf EU-Ebene gebe es kein explizites Verbot, Retouren zu vernichten. Markenprodukte sprechen viele Menschen nicht nur bei Bekleidung an. Auch bei Lebensmitteln spielen sie für einige eine große Rolle. Wir sind in der Fußgängerzone in Hamburg-Bergedorf und wollen von Passanten wissen, für was sie ihr Geld im Supermarkt und Discounter ausgeben. Haben Sie da so eine Lieblingsmarke? Pringles zum Beispiel, esse ich ganz gerne. Und dann müssen es auch die von Pringles sein? Ja. Bauer-Joghurt? Ja. Und dann aber auch den Markenjoghurt und nicht das Nonne? Nein, Markenjoghurt. Ja, ja. Warum in diesem Fall? Schmeckt irgendwie anders. Ich kaufe immer die Prinzenrolle, original. Ja, warum? Auch lecker. Weil ich denke, dass es eben, gibt es schon lange und vom Geschmack her auch besser ist. Der Boy kennt aber den Keksen, Säfte zum Beispiel. Sag ich mal die Marke, ja? Ja, Valenzina zum Beispiel. Viele Markenprodukte gibt es auch in ähnlichen Varianten als sogenannte No-Name-Produkte. Die sehen fast genauso aus, sind aber oft deutlich günstiger. Also ich greife oft zu gut und günstig, oder? Ja, Produkte oder so etwas. Warum? Ja, weil sie preiswerter sind und auch genauso gut sind. Bei welchen Sachen ist es Ihnen egal, ob es eine Marke ist oder nicht? Bei Chips zum Beispiel oder bei Erdnüssen. Steht da der Hersteller drauf? Sehe ich auf den ersten Blick nicht. Auch auf den zweiten? Also auch nicht auf den zweiten Blick? Auch nicht auf den zweiten Blick. Und schon habe ich da meine Probleme mit. Uns fällt auf, auf der Verpackung der No-Name-Produkte steht oft nur der Name der jeweiligen Handelskette, in diesem Fall Edeka. Von welchem Hersteller die Produkte tatsächlich stammen, ist nicht erkennbar. Und das ist durchaus so gewollt. Geheime No-Name-Produzenten. Wir wollen herausfinden, inwiefern sich die teureren Markenprodukte von ähnlichen No-Name-Produkten unterscheiden. Dazu sind wir zunächst mit Profikoch Thomas Sampel zum Einkaufen verabredet. Die Einkaufsliste identisch. Aber beim Profikoch kommen nur Markenprodukte in den Wagen. Wir dagegen greifen zu der No-Name-Variante. Als erstes die Buttermilch. Guck mal, hier finden wir doch bestimmt die Buttermilch hier. Guck mal, da sehe ich schon was. Ist jetzt nur Milch? Guck mal da. Ja, das ist meine. Das ist deine? Das ist doch schon mal gut. Meine steht aber direkt daneben. Guck mal. Normalerweise. Ich gedacht, stehen die Markenprodukte immer so auf Augenhöhe? Hier nicht. Preislich ist der Unterschied groß. Die Marke kostet doppelt so viel wie das No-Name-Produkt. Als nächstes der Erdbeerjoghurt. Auch hier fast nebeneinander. Wie viel Erdbeere ist bei dir drin in der Erdbeerzubereitung? 4,7% Erdbeeren. 10% Erdbeeren. Boah! Ja. Mehr Erdbeeren, höherer Preis. 89 Cent kostet der Markenjoghurt. Das No-Name-Produkt 55 Cent. So, Fleischsalat. Fleischsalat. Ja. So, wieder eine Riesenauswahl. Greifst du denn in der Regel, wenn du die Wahl hast, immer eher zum Markenprodukt oder zur Eigenmarke? Tatsächlich doch eher zum Markenprodukt, weil ich so ein bisschen mehr weiß, was mich erwartet und weil es für mich doch ein bisschen Qualität suggeriert, ne? Okay.
Schauen wir mal. Ich habe hier, glaube ich, das müsste die Eigenmarke sein. Übrigens preislich so gut wie gleich diesmal. Ne? Ist gar nicht viel günstiger. 2,29. 2,19. Ja, guck. Ja. Okay. Und auch gleich viel drin. Fehlen noch die Süßigkeiten. So, ich habe was gefunden. Ah, ich auch. Ich habe 4. Ich habe 2. Für fast den gleichen Preis. Bei den Neapolitaner-Schnitten gibt es in der No-Name-Variante auf den ersten Blick sehr viel mehr fürs Geld. Preisvergleich für den Gesamteinkauf. Links die Tüte mit der Markenware, rechts die No-Names. 14,87 Euro versus 10,83 Euro. Ersparnis rund 27%. Doch wo kommen die No-Name-Produkte her? Wer hat sie produziert? Auf der Verpackung finden wir in vielen Fällen keinen Herstellernachweis. Wir fragen nach bei Rewe und Edeka. Warum diese Geheimniskrämerei? Die Handelsketten antworten uns dazu nicht. Doch in Hamburg gibt es jemanden, der uns weiterhelfen kann. Markendetektiv Stefan Duphorn wird uns zeigen, wie man die Hersteller hinter zahlreichen No-Name-Produkten ausfindig machen kann. Dazu haben wir verschiedene No-Names mitgebracht. Ich habe versucht herauszufinden, wo und von wem das produziert wurde. Keine Chance. Wie machen Sie das? Bei Milchprodukten ist es so, da muss eine Nummer draufstehen. Und diese Nummer führt einen nachher zum Hersteller. Also wenn ich mir das jetzt hier anschaue, da haben wir sogar zwei. Da ist es einmal BY718 und SN016. Und sehr wahrscheinlich ja, bei der. Ja, habe ich ja auch. Genau das Gleiche. So, was heißt das? Und hier sehen wir, dass es einmal aus Sachsen oder aus Bayern kommen kann. Das ist ganz klar Müllermilch. Zu erkennen ist das für den Experten an der sogenannten Veterinärkontrollnummer. Diese führt zum Unternehmen Sachsenmilch, das zum Müller-Konzern gehört. Kann man das feststellen? Warum machen die das so kompliziert und schreiben nicht einfach drauf, wo und von wem es produziert wurde? Wenn ich weiß, die Marke kostet wesentlich mehr und ich kriege eigentlich bei der Buttermilch Markenprodukt eigentlich zur Hälfte oder zum Drittel des Preises. Als No-Name-Produkt? Genau. Ne? Also gerade bei der Buttermilch. Also warum soll ich da ein Markenprodukt nehmen? Der Müller-Konzern bestätigt uns, No-Name-Produkte herzustellen. Diese Herstellung laufe nach konkreten Vorgaben des Handels. Bei den Neapolitaner-Waffeln der Rewe-Eigenmarke Ja steht der Hersteller sogar auf der Verpackung. Dem Markendetektiv kommt die Produktionsadresse der Firma Compliment allerdings verdächtig vor. Hier ist der Werksverkauf, hier ist die Fabrik. Also ganz klar, diese Neapolitaner-Waffeln kommen von Manna. Schon wieder ein Markenhersteller, der heimlich ein No-Name-Produkt anbietet. Genau wie Rewe äußert sich Manna dazu nicht. Auch bei den Fruchtgummis von Aldi steht der Hersteller auf der Verpackung. Es ist die Smile Factory GmbH mit Sitz in Düsseldorf. Kriegen wir jetzt raus, wer sich dahinter verbirgt? Der Markendetektiv prüft die Firmendaten mit Hilfe des Handelsregisters. Als Gesellschafter eingetragen, der Süßigkeitenhersteller Katjes. So, und ist natürlich ganz klar, Sweetland ist jetzt Katjes. Aber sie schreiben es nicht drauf, weil sie nicht unbedingt wollen, dass es von Katjes kommt. Und sie haben ja auch noch ein anderes Problem. Das heißt, wenn das ganz offensichtlich wäre mit der Marke, dann würden sie ihre Marke vom Preis her ja auch nicht rechtfertigen können. Das ist ja das große Problem. Weil die kosten sehr wahrscheinlich weniger als die Marke, die ich im Supermarkt kaufe. Wie sehr unterscheidet sich das Markenprodukt von der No-Name-Variante desselben Herstellers? Bei einer Blindverkostung fragen wir Passanten. Ist das Markenprodukt am Geschmack zu erkennen? Als erstes die Haselnussschnitte. Also sie sehen auch fast komplett gleich aus, ne? Sehen Sie? Ich würde sagen links. Also die ich zuerst gegessen habe, ist Marke. Woran machen Sie es fest? Ich glaube, die fand ich süßer, aber die finde ich intensiver vom Haselnussgeschmack. Weiter geht es mit dem Erdbeerjoghurt. Einmal mit Markenname, einmal ohne. Der schmeckt besser, der schmeckt nicht so gut. Aber vorher haben Sie gesagt, beim Bauer Fruchtjoghurt ist Ihnen wichtig, dass es der Bauer ist, ja, weil ja, der ja. schmeckt besser. Ja. Dann wäre jetzt die logische Konsequenz, dass das der Bauer ist. Ja, normalerweise. Was Sie gerade drauf gezeigt haben. Aber Sie gucken mich so an, dass es das nicht ist. Ich muss selber noch mal nachgucken. Das ist
Das ist das No-Name-Produkt. Das gibt's nicht. Also es ist nicht zu fassen. Also ich bin also wirklich sprachlos. Muss ich ganz ehrlich gestehen. Als letztes die Joghurt-Gums. Kann man hier das Markenprodukt am Geschmack erkennen? Ganz schwer. Ganz schwer, ja. Ich würde sagen, auf Anhieb könnte ich kaum Unterschiede feststellen. Und auch ja, die Konsistenz, also die Festigkeit war auch genauso. Unsere Verkostung zeigt, ein Unterschied zwischen Marke und No-Name-Zwilling ist nicht immer deutlich zu schmecken. Am wenigsten bei den Joghurt-Gums. Macht hier etwa nur die Verpackung den Unterschied? Gemeinsam mit Britta Schautz von der Verbraucherzentrale Berlin schauen wir uns die Tüten von Katjes Marken- und No-Name-Produkt genauer an. Hier ist deutlich mehr drin. Ja, das ist ja auch das No-Name-Produkt. Das sind meistens auch die größeren Verpackungen. Gibt es auch Unterschiede in der Zutatenliste? Also wir fangen mal vorne an. Zucker? Mhm. Auch? Ja. Glucosesirup. Genauso. Maltodextrin. Auch. 6% Magermilch-Joghurtpulver. Identisch. Gelee-Mittel. Und dann haben wir noch Sonnenblumenöl und das Kanauberwachs. Ja. Also eigentlich die gleichen Zutaten. Ja. Auch die Nährwerttabellen gleichen sich. Ja, also ich würde sagen, da haben wir das Gleiche in einer anderen Tüte. Das ist ja verrückt. Und dann gibt es doch noch einen kleinen Unterschied. Farbe und Form der Fruchtgummis stimmen nicht ganz überein. Preislich liegen die beiden Produkte weit auseinander. Ein Kilogramm Joghurtgums von Aldi kosten 3,69 Euro, die gleiche Menge von Katjes 5,95 Euro. Auch Katjes reagiert auf unsere Nachfrage nicht. Für so ein Markenprodukt wird auch viel Werbung gemacht. Die bezahle ich als Kunde natürlich mit. Das heißt, ich zahle also nicht mehr, weil die Qualität besser ist, sondern weil die Werbung teurer ist? In vielen Fällen leider ja. Warum machen die großen Marken das überhaupt, dass sie zu ihrem, ich sag mal, Hauptprodukt auch noch mal ein No-Name-Produkt auf den Markt bringen? Na, einerseits spreche ich damit ja vielleicht auch eine andere Käufergruppe an. Gerade die, bei denen das Geld vielleicht nicht ganz so locker sitzt, greifen eher zu den günstigeren No-Name-Produkten. Und das wird vielleicht bei den steigenden Lebensmittelpreisen auch noch mal mehr Menschen betreffen. Und gleichzeitig sind es ja auch ähnliche Rohstoffe, die verwendet werden. Es kann ja sein, dass ich für das Markenprodukt einen bestimmten Qualitätsanspruch an zum Beispiel das Obst oder die Nüsse, die da drin sind, habe. Und manchmal kommt ja auch eine Charge, die ist vielleicht qualitativ nicht ganz so gut. Und möglicherweise ist das No-Name-Produkt von den Qualitätsansprüchen ein kleines bisschen geringer. No-Name-Produkte können also schlechter sein, müssen sie aber nicht. Große Marken für wenig Geld, das versprechen sogenannte Off-Price-Händler wie TK Maxx. Mit 150 Filialen in Deutschland. Immer bis zu 60% günstiger als die unverbindliche Preisempfehlung lockt die Kette. Wollen wir reingucken? Alles rausholen. Guck mal hier. Ah, und? Ein Schnäppchen gemacht? Ich denke schon, ja. Vorher? 70. UVP 70 und jetzt 30. Super. Freut man sich da? Man freut sich, richtig. So, das sind wir, ja, das passt schon mal gut dazu, ne? Schauen wir mal, da steht dann normalerweise hier UVP 110. Und für 49, ne? Mit welchem Gefühl kommt man da raus? Da kommt mein Mann gerade. Ah, hier kann man den Pulli direkt mal testen. Bekannte Persönlichkeit. Das passt? Ja. Halten Sie mal den Pulli. Ja. So, und jetzt gehen wir mal gedanklich in Ihr Schlafzimmer und schwupp, hat er die Pyjama an. Meine Frau macht immer gern Schnäppchen. Ah ja, Sie sind die Schnäppchenkönigin bei Ihnen zu Hause, oder wie? Ja, dann gucken Sie mal auf den Preis. Der hängt nämlich hier unten. Ja, und wie ist der Preis? Das ist von 64 auf 22, reduziert sogar. Darf ich mal ganz kurz? Ja. 153 Euro. Naja, Kleinvieh ja macht auch Mist, ne? Oh Mann, ja. Das habe ich, ja. Sie zahlen und wir wussten gar nicht, wie viel sie gezahlt hat. Oh, da hast du aber auch einen. Das behalten wir ja nicht alles, das weiß ich jetzt. Es sollte nur ein kleiner Schlafanzug sein. Nein, es sollten zwei sein. Ach so. Boah, die haben ja zugeschlagen. Was haben Sie denn alles eingekauft? Schokolade, Wein, Suppen, Föhn. Wahnsinn. Was haben Sie insgesamt ausgegeben? 160. 160 Euro. Wenn man da geht, sehen Sie, dann kommt man nicht mit ein paar Sachen raus. Nee, man findet immer was. Immer. Uns fällt auf, in den Einkaufstüten der TK Maxx-Kunden liegen vor allem Marken, die eher unbekannt sind. Und wir fragen uns, ob die angegebenen unverbindlichen Verkaufspreise, kurz UVPs, immer stimmen. Rabattschlacht bei TK Maxx.
Dass die Kunden mehr unbekannte Marken als bekannte in ihren Tüten haben, ist Teil der Strategie des Off-Price-Händlers, verrät uns Marketing-Experte Professor Philipp Riem. Ein Off-Price-Markt oder ein Off-Price-Geschäft ist darüber definiert, dass es da nicht reguläre Ware gibt. Und nicht regulär heißt, dass es beispielsweise Rückläufer sind oder Vorjahresware, Auslaufmodelle. Also alles das, was man normalerweise im normalen Handel nicht finden würde. TK Maxx macht eine Ausnahme, denn die füllen das auch teilweise mit regulärer, selbst eingekaufter Ware noch auf. Jetzt wirbt ja TK Maxx gerne damit, dass sie viele große Marken bei sich im Geschäft haben und die verkaufen. Aber wenn man da mal genau hinguckt, es gibt auch viele Marken, die kein Mensch kennt. TK Maxx erklärt das nicht auf seiner Webseite, aber im Aktionärsgeschäftsbericht unter anderem auch damit, dass wenn sie Lücken in ihrem Sortiment identifizieren, dass sie die dann auch mit extra zugekaufter Ware auffüllen. Und bei manchen Artikeln scheint die Lücke sehr, sehr groß zu sein. Wie ist das zu bewerten, wenn die so viele unbekannte Ware quasi untermischen? Naja, ist es nicht gelogen. Sie haben ja auch die großen Marken. Sie werben ja nicht damit, zu welchem Prozentanteil. Also die Marken locken die Leute in die Geschäfte rein und dann geht halt die Kauflust los. Alle diese Kleidungsstücke haben wir bei TK Maxx gekauft. Von Passanten wollen wir wissen, ob sie die Marken kennen. Sagt mir nichts. Nee, auch nicht. Die kenne ich nicht. Sagen auch nichts. Die kenne ich auch nicht. Kenne ich alles nicht. Sagen mir auch nichts, ich kenne die alle nicht. Also Sie kennen die Marke nicht, der Pulli kostet aber 34 Euro. Wie schätzen Sie das ein? Ist das günstiger oder ist das doch ein bisschen teuer? Erstmal gucken, wie viel die kosten vorher. Ah, 139. Oh, dann ist das guter Preis. Doch stimmen die angegebenen UVPs der Markenprodukte auch? Das wollen wir herausfinden und kaufen selbst ein. Wir drehen mit versteckter Kamera. Bei den Jeanshosen finden wir einige bekannte Marken wie Diesel, Moschino oder Hilfiger. Allerdings sind viele Hosen als zweite Wahl gekennzeichnet, also Artikel mit Fehlern. Einen echten Rabatt gibt es hier also nicht, weil die Preise nicht vergleichbar sind. Bei den Jacken entdecken wir die Marke Tommy Hilfiger. Der Preis für diese Daunenjacke? 79,99 Euro. Der UVP des Herstellers angeblich 200 Euro. Ganze 120 Euro Ersparnis. Wir fragen nach. Warum ist diese Jacke so günstig? Manchmal kommt es auf die Farbe an. Meistens aber hängt es davon ab, wie viel Stück wir gekauft haben. Wenn wir jetzt 300.000 von diesen Jacken gekauft haben, dann sind die günstiger. Aber es ist keine B-Ware? Nein, es kann sein, dass es eine ältere Saison ist zum Beispiel. Also nicht von diesem Jahr, sondern... vom letzten Jahr. Aber qualitativ ist das schon... dasselbe, ja. Wir entscheiden uns für die bordeauxfarbene Tommy Hilfiger Jacke. Weiter geht es zu den Schuhen. In den Regalen stehen Sportschuhe von Adidas. Wir finden zwei identische Paare, beide Größe 38. Unterschiedlich ist hier nur der Preis. Dieses Paar kostet 45 Euro und das hier fast 90 Euro. Warum? Wir fragen nochmal nach. Die sind zu unterschiedlichen Zeitpunkten gekommen. Wir sind ein Off-Price-System. Das bedeutet, wir reduzieren nach Zeit. Je länger der Schuh in unserem Geschäft ist, desto höher wird er reduziert. Wir kaufen ein anderes Modell von Adidas für 67 Euro. Laut UVP-Angabe 63% günstiger als beim Hersteller. Ein wahres Schnäppchen, wenn wir dafür die gleiche Qualität bekommen. Aber was, wenn das gar nicht stimmt? Wir starten einen Versuch. Wollen die gleiche Jacke und den gleichen Schuh wie von TK Maxx in den Originalstores nachkaufen. Was kosten die Sachen hier und gibt es sie überhaupt? Wir drehen wieder mit versteckter Kamera. Eine ähnliche Jacke von Tommy Hilfiger ist nicht zu übersehen und kostet 179 Euro. 20 Euro günstiger als die UVP-Angabe bei TK Maxx. Wir zeigen der Verkäuferin zum Vergleich die günstigere Jacke. Das Modell ist ähnlich. Ihre könnte aus dem Vorjahr sein. Aus dem Vorjahr? Das heißt, diese Jacke gab es hier so in Ihrem Store zu kaufen? Da bin ich mir nicht sicher. Aber keine B-Ware, oder? Das weiß ich nicht. Es gibt schon Sachen, die fürs Outlet produziert werden.
Wir kaufen auch die Jacke aus der Store-Kollektion, um später mit einer Expertin zu prüfen, ob unsere Jacke von TK Maxx die gleiche Qualität hat oder doch schlechtere Off-Price-Ware ist. Nächste Station: Adidas. Hier gibt es das bei TK Maxx gekaufte Schuhmodell schon länger nicht mehr zu kaufen, erzählt uns der Verkäufer. Im Online-Sale des Herstellers finden wir den Schuh dann doch noch, reduziert auf 144 Euro. Das sind unsere Einkäufe. Adidas Laufschuh für 67 Euro bei TK Maxx und 144 Euro im Adidas Online-Sale. Und die Tommy Hilfiger Jacken, gekauft bei TK Maxx für 79,99 Euro, im Originalstore für 179 Euro. Preisersparnis bei den Schuhen 53% und bei den Jacken 55%. Aber sind das tatsächlich echte Schnäppchen? Textiltechnologin Ilona Jaksi wird für uns den Qualitätscheck durchführen. Was mir sofort auffällt, das sind die Eingriffstaschen. Die sind hier ja sehr schön schlicht bei der Originaljacke, auch sehr sauber gearbeitet hier von Steppnaht zu Steppnaht. Und wenn ich reingucke, ja, die sind auch verschließbar mit einem Drucker, nicht durchgestanzt, sondern hier blickdicht verarbeitet. Anders bei der Jacke von TK Maxx. Da sind die Linien überschritten worden. Das sieht natürlich insgesamt nicht so schön aus. Und dann sehen wir hier den großen schwarzen Drucker. Das vereinfacht und vergünstigt die Sache wahrscheinlich auch. Beim Reißverschluss der TK Maxx Jacke passt die Farbe nicht. Und noch etwas macht die Textiltechnologin skeptisch. Das ist oftmals so ein Qualitätsmerkmal, dass das leichtere Metall auch eine günstigere Variante ist. Auch die Aufbewahrungsmöglichkeiten der Jacken sind unterschiedlich. Das ist ein Wendezipper. Das heißt also, hier ist die Idee wohl, ich kann die ganze Jacke in diese Tasche packen. Und hier habe ich doch ein sehr günstig wirkendes Beutelchen dabei. Auch die Aufhänger am Kragen unterscheiden sich deutlich. Für die Textilexpertin ist klar, diese beiden Jacken haben zwar dieselbe Marke, aber nicht die gleiche Qualität. Ich glaube schon, sie ist nachträglich extra für diesen Off-Store produziert worden. Wir fragen dazu und zum UVP bei Tommy Hilfiger nach. Eine Antwort bekommen wir nicht. Die UVP-Angabe von 200 Euro auf der minderwertigeren TK Maxx-Jacke scheint doch ziemlich unwahrscheinlich, wenn das hochwertige Original im Store nur 179 Euro kostet. Wenn ein Händler einen UVP angibt, der sehr viel höher ist als der nachweisbar tatsächliche UVP des Herstellers, dann müssten sich wahrscheinlich Gerichte damit beschäftigen, denn das darf nicht sein. Dann ist das illegal eigentlich, diese Praktik. Ich bin kein Richter und kein Rechtsanwalt, aber ich würde mal sagen, das ist hinterm Grenzbereich. Auf unsere konkrete Nachfrage zum UVP der Tommy Hilfiger Jacke antwortet TK Maxx nicht. Der Konzern räumt aber ein, wir lassen auch Ware für uns fertigen. Immerhin, bei den Turnschuhen von Adidas kann die Textiltechnologin keinen Qualitätsunterschied feststellen. Der ist ja von 2020. Das heißt also nicht die aktuelle Saison, aber es ist ein auffälliger Schuh. Der wird dann eben meistens in Überproduktion eben weitergegeben, damit er noch verkauft wird. Und wer da so seinen Favoriten gefunden hat, der hat dann, glaube ich, wirklich ein gutes Schnäppchen gemacht. Und auch die UVP-Angabe auf dem TK Maxx Schuh stimmt, bestätigt uns Adidas. Luxusmarken sind so begehrt, dass es inzwischen sogar Sekundärmärkte gibt. Viele Händler, vor allem in Urlaubsländern wie der Türkei oder Spanien, bieten auf Textilmärkten ganz offen Fälschungen bekannter Luxuslabels an. Dazu kommen Anbieter, die ihre sogenannten Replikate über das Internet verkaufen. Das Geschäft mit Plagiaten. Meine Schwester hat sich mal eine aus der Türkei mitgebracht, stimmt. Da habe ich auch gesagt, super, sieht gut aus. Natürlich kann aber nicht jeder losgehen und sich gleich eine 2000-Euro-Tasche kaufen. Und insofern finde ich es eigentlich ganz gut, dass es dann sowas gibt, dass man sagt, okay, wenn ich das so toll finde, dann habe ich auch sowas, aber es muss halt nicht zum gleichen Preis sein. Ich habe sogar immer die Quittung dabei. Wenn wir ins Ausland fahren, damit ich nicht angehalten werde.
das nicht heißt, ich habe was Falsches. Durch gefälschte Taschen, Schuhe, Textilien und Uhren entgehen der Luxusbranche allein in der EU jährlich 26 Milliarden Euro Umsatz. Verstöße werden von den Markenrechtsinhabern verfolgt und manchmal sogar medial ausgenutzt. In gewisser Weise erhöht die Fälschung natürlich nochmal die Attraktivität des Originals. Also zum Beispiel die Marke Cartier hat es früher richtig zelebriert. Die haben dann in Bangkok Berge von gefälschten Cartier-Uhren aufgehäuft und sind dann mit einer Walze darüber gefahren und haben sozusagen die Tatsache, dass sie die wahrscheinlich meistgefälschte Uhr der Welt sind, nochmal inszeniert. Wir starten einen Versuch, wollen wissen, wie einfach es ist, in Deutschland an gefälschte Luxustaschen zu kommen. Im Internet stoßen wir gleich auf mehrere Webseiten, die ganz offen sogenannte Replikate anbieten. Auf den beiden Webseiten Replikataschenshop und Replikataschen fragen wir nach einem Rucksack und einem Portemonnaie der Marke Louis Vuitton. Der erste Verkäufer antwortet uns per WhatsApp-Chat. Sie möchten das hier? Kostet 140. Wenig später meldet sich der Verkäufer erneut. Haben Sie auch einen Rucksack bestellt bei meiner Kollegin? Ja, ich wusste nicht, dass die Shops zusammengehören. Die gehören zusammen. Was kostet der Rucksack? 349. Können wir handeln? Nein, wir reden hier von echtem Leder, kein Kunstleder. Wir haben am Tag 150 Nachrichten, die wir beantworten müssen. An Kunden fehlt es nicht. Wir bestellen Rucksack und Portemonnaie. Hinter diesen beiden Webseiten verbirgt sich also ein Händler. Doch dürfen Händler überhaupt gefälschte Luxusprodukte verkaufen? Wir sind mit Rechtsanwalt Kai-Ole Johannes verabredet. Sein Fachgebiet, der Markenschutz. Ihm zeigen wir die beiden Webseiten des Online-Händlers. Was ihm sofort auffällt, die hochwertigen Fotografien der Produkte. Die Fotos sind gestochen scharf, sind sehr gut gemacht. Man kann vermuten, dass es sich hier vielleicht sogar auch um die Fotos der Originalhersteller handelt. Dürfen die das? Nein, ganz klar nein. Das sind also glatte Verletzungen der Fotorechte. Dürfen die ihre Replika so ins Netz stellen, bewerben und verkaufen? Das Logo ist aufgedruckt. Das sagt jeder Markenrechtler, das ist also eine glatte Markenrechtsverletzung. Ach ja, das ist illegal. Ja. Gewerbsmäßiger Handel mit gefälschter Markenware ist strafbar. Bis zu 5 Jahre Gefängnis können drohen. Anders sieht es für die Kunden aus, die auf solchen Webseiten bestellen. Sie können die Tasche behalten, sofern Sie die eben zu privaten Zwecken gekauft haben. Als Verbraucher gehen Sie da straffrei aus. 2 Wochen später kommt die Ware an. Das Portemonnaie für 140 statt wie das Original für über 1000 Euro. Der Rucksack für 349 statt 3800 Euro. Die beiden gefälschten Produkte tragen das Markenlogo von Louis Vuitton. Aufmachung und Form stimmen mit den Fotos der Originalware überein. Ohne eine Genehmigung des Markenrechtsinhabers ist das eine klare Markenrechtsverletzung. Das ist ja ein Geschäftsmodul. Die machen damit ja richtig Geld. Kommt man nicht an die ran? Viele Anbieter dieser Produkte importieren erst einmal die Bestandteile. Und sobald sie in der EU ist, diese Ware, wird sie dann bedruckt mit dem Logo und macht es dann hier zu einer Fälschung fertig. Wir bringen die Fälschungen zu Valeria Schneider. Die Inhaberin eines Geschäfts für gebrauchte Luxushandtaschen kennt die Kollektionen der großen Hersteller. Mehrmals in der Woche prüft sie Warenlieferungen auf ihre Echtheit. Wir wollen wissen, welche Qualität unsere Ware tatsächlich hat. Den gibt's schon mal so gar nicht, wurde noch nie produziert, gibt's von dem Label nicht. Verarbeitung, Katastrophe, also schon beim Auspacken. Billig. Billig. Und Luxus ist nicht billig. Auch die Verarbeitung der Geldbörse kommt dem Original nicht ansatzweise nahe. Im Grunde wird das hier alles ausreißen. Also das ist ja hier ganz, ganz dünnes Leder. Und das ist mit einer Naht gefertigt. Also wenn ich da jetzt schon ein bisschen rangehe, habe ich das sehr schnell in der Hand. In Futter gibt es bei Louis so gar nicht. Das ist auch außerdem Plastik. Oh, okay. Allein die Verarbeitung von zig unterschiedlichen Materialien hier drin, wenn man es genau hinguckt,
das gäbe es bei keinem Luxushersteller. Für 140 würde ich ein hochwertiges, tolles Portemonnaie von einem deutschen Teschner kaufen und damit glücklich werden, statt Replika, die schlecht gemacht ist. Auch der Rucksack ist für Valeria Schneider das Geld nicht wert. 349 Euro sind viel Geld für eine Fälschung, von der man nicht viel weiß. Man weiß ja nicht, welche Chemikalien, Farbmitteln oder verwendet wird, die eventuell ja vielleicht gesundheitsgefährdend sind. Die Luxushersteller prüfen ja alles und da weiß man auf jeden Fall, dass das alles Norm hat. Hier weiß ich nicht, ob ich vielleicht im Regen stehe und plötzlich schwarze Hände habe oder ob mir die ganze Brühe runterläuft oder der Kleber anfängt zu stinken, weil sich auflöst, weil es zu warm geworden ist draußen. Man weiß es einfach nicht, was es verwendet wird. Wir gehen davon aus, dass es nicht besonders hochwertig ist. Das Urteil der Expertin ist eindeutig. Wir kontaktieren den Verkäufer, fragen ihn, ob es ihm bewusst ist, dass er sich mit dem Handel von Fälschungen strafbar macht. Doch unsere Nachfrage bleibt unbeantwortet. Wir informieren den Markenrechtsinhaber Louis Vuitton über die gefälschten Waren, wollen wissen, wie mit solchen Plagiatsverkäufen umgegangen wird. Der Luxuskonzern lehnt ein Interview dazu ab. Schreibt, man möchte die entsprechende Strategie nicht kommunizieren. Ein Großteil der Fälschungen kommt auf dem Postweg aus dem Ausland. Auffällige Warenlieferungen landen beim Zoll. Hier im Hauptzollamt Hamburg sind wir mit Oliver Bachmann verabredet. Gemeinsam mit seinen Kollegen bekämpft er täglich die Marken- und Produktpiraterie. Hier liegen dann die ganzen Waren, die Sie beschlagnahmt haben? Genau so ist es. Okay. Im Fokus der Versandhandel. Denn Plagiate werden immer öfter im Internet bestellt und per Post verschickt. Dieses Päckchen wird seinem Empfänger vorerst nicht ausgehändigt. Und was waren da jetzt die Merkmale, wo Sie gedacht haben, oh, da müssen wir jetzt mal genauer reingucken? Der Preis. Der stimmte nicht. Wenn man draußen aufstehen hat auf der Zollinhaltserklärung, es sollen Handtaschen sein oder mehrere Taschen und dann sind da nur wenige Euro angegeben, dann kann das nicht ineinander passen. 2021 haben die Zollbeamten allein in Hamburg Waren im Wert von über 25 Millionen Euro beschlagnahmt. Taschen und Schuhe gehören zu den besonders häufig gefälschten Produkten, die hier landen. Und Sie haben jetzt den Fälscherblick? Oder wie erkennen Sie, ob das jetzt die Fälschung ist oder nicht? Also jeder Markenrechtsinhaber, der von sich aus gesagt hat, er möchte diese Ware gerne geprüft wissen oder er möchte, dass das nicht einfach so eingeführt wird, der stellt einen entsprechenden Antrag. Und mit diesem Antrag sind auch viele einzelne Hinweise verbunden, die uns dann schon dabei unterstützen, da den ein oder anderen Hinweis zu finden. Also die Firma Adidas beauftragt Sie quasi, dem nachzugehen. Genau. Und wie weit kommen Sie da? Können Sie wirklich den Absender rückverfolgen und den dann belangen? Nein, also da kommen wir leider nicht hin. Das endet dann irgendwann an der Grenze. Verfolgungen im Drittland sind uns eben nicht möglich. Da muss dann der Markenrechtsinhaber durchaus eigene Wege für sich wählen. Das heißt aber, die können dann mit der Fälschung weitermachen wie bisher? Steht leider ein Stück weit im Raum, ja. Solange der Wunsch nach Luxusprodukten so groß ist, werden Fälschungen den Markt weiterhin überschwemmen und echte Luxuslabels ihre überteuerte Ware so limitieren, dass nur wenige Menschen sie sich leisten können oder überhaupt an sie rankommen. Hat euch unsere Doku gefallen, dann könnt ihr hier gleich weitere spannende Dokumentationen von unserem Kanal anschauen. Und hier haben wir weitere Videos zum Thema. Und wenn euch Marktcheck gefällt, dann könnt ihr uns sehr gerne hier abonnieren.